Ich singe gut morgen, so Mary Jall, die der eurem Telesmas gucken und anlausen. Wir sind heute zu Wilverdang an der Familienkirche von der Poor Ölven, Weißwampisch, Saint-François. Gaudete, freut euch, so heißt es auf diesen dritten Advent. Sich freuen. Jo, heute zu Wilverdang freuen sich noch klein und groß, für immer keine flotte Familienmas zu feiern. Familienmass als ein Gemeinschaftsprojekt, wo viele mitmachen. Es sind Sängerinnen und Sänger von drei Gesangvereinen, die das Mass zusammen sangen. Den Adesso, der Canto dos Anjos und Choral Saint-Cécile von Wilverdang unter der Leitung von der Dirigentin Vanessa Simoes, dem Ferdi Kreins am Piano und dem Patrick Thomas auf der Gitarre. Kinder aus der Katechese lesen Texte, weisen nicht in Szenenspiel, aber in Tanz mit Kerzen. Zu ihrem Enkadrement von der Familienmass-Equipe gehören Liat Kretels, Sandra Meyers, Barbara Venanzio, Sergio Ribeiro, Daniel Schaus, Carol Scheuren an der Koordination von unserer Pastoralreferentin Ingrid Scholzen. Blumen an der Kirche werden arrangiert vom Clara Blei. Um als Massendiener kümmert sich Nathalie Reif. Der Remo Gaul, also an der Wilverdanger Kirche, der Koster und die Lektoren sind Andrea Gomez, Maggie Hermann und Pluma Romain. Die Familienmass wird gehalten von unserem Pastor Michel Meyer mit unserem Diakon Alvaro de Freitas. Wir alle wollen nicht der Bausen eng Freitmann mit der Familienmass und hoffen, dass alles gut klappt und dass es schön geht. Wir fangen die Masse an, man möchte leid. Gott kommt zu uns. Im Namen vom Pap, und vom Jung, und vom Heiligen Geist. Amen. Gott kommt zu uns. Ja, den Herrgott kennt immer im Neu. An sein Gnot sieht man dich all. Will dich Platz, wenn ich glift. Und so wie der Roman Blümmeret schon am Anfang gemäht hat, so wünsche ich auch ich alle guten Heil zu Wilverdang an denen, die es noch gucken, da draußen. Einen schönen guten Morgen. Guckt, auf der engen Seite haben wir gesungen, Gott kommt zu uns, hinaus am Kommen. Auf der anderen Seite wissen wir, hinaus schon du, hinaus immer bei uns, den Herrgott, der Jesus. Und das sind am Anfang zwei ganz verschiedene Wirklichkeiten. Entweder hinaus du oder ich kenne dich. Aber die zwei zusammen, das ist ein Geheimnis. Und mit diesem Geheimnis hat doch schon der Johannes den Defer seine Schwierigkeiten. Wir sehen das ja nur am Spiel von der Kanna.
Aber für drun muss man nach Hause und aus dem schönen Adventskranz die dritte Kerze aufhängen. Und das müsste also Massendinger der Scherl. Hier kann nämlich schon ein Zigarette aufhängen. Man darf ja sehen, die Riste für heute Kerzen zu fängen. Komm, Jesus, mehr als Herz hell erwackrig, für das Scheinfest von deiner Geburt. Christ, er soll für uns alle festgehen, wo wir froh sind an unserer Freundschaft mit dir. Darum spürten wir dich, Jesus, den du bei uns bist, an den du immer im Nei ob uns durchkennst, bis wir ein Keier bei dich kommen, an deiner Ewigkeit. Amen. Die drei Kerzen brennen, an sie so neis, seht, die gute Zeit ist nah. Und dass es lo wirklich eine gute Zeit gibt, die lo könnt, darum spielen drei Kanner. An der Alkant sagen wir, seht, die gute Zeit ist nah. Julia und Carolina für zu Bierde. Jesus, du willst uns nahe kommen mit deiner großen Liebe. Komm in unsere Herzen mit deiner Liebe, Herr, erbarme dich. Komm zu uns mit deiner Kraft. Christus, erbarme dich. Freude schenken, komm und erfülle uns mit deiner Freude. Herr, erbarme dich. Lasset uns beten. Guter Vater im Himmel, mitten im Dunkel, das uns umgibt, kommst du uns besuchen mit deinem Licht. Hilf uns aufmerksam zu sein, um deine Nähe in unserem Alltag zu verspüren. Dann wird unsere Freude groß sein, denn wir wissen dich bei uns, heute und an allen Tagen bis in Ewigkeit. Amen. Hallo, das schön, ein Spiel von der Kammer. Ja, noch einmal das Evangelium von der Kammer gespielt. An Kammer kommen alle auf ihr Platz. Moin Ingrid, so, ich schon hier und heute am Evangelium ging es Johannes der Täufer. Kannst du mir so erwähnen, das ist? Aber wieso hat er so einen komischen Namen? Moin Jessica, ja, Johannes der Täufer, also ein Mann aus der Bibel. Ein Täufer, das kommt von Taufe. Ah, du meinst Taufe, so wie Defen,
Das heißt, hin hat Leid gedieft. Ja, das ist richtig. Johannes hat den Leid von Jesus verzeiht, an hin hat Leid auch gedieft. An die Johannes hat sogar den Jesus gedieft. Ach so, hat hin den Jesus gedieft? Hat hin das dann überhaupt dürfen? Na ja, am Anfang wollte Johannes auch gar nicht so richtig. Mit du hatte Jesus drauf bestanden, an die Johannes hatte Jesus ever gedieft. Ah ja, okay. Da weiß ich nur, wenn der Johannes den Defer ist. Mir Ingrid noch ein anderer froh, der Johannes, den hat aber da bestimmt ganz viel Freund. Ja, der Johannes hat ganz viel Freund gehabt. Die Menschen sind nur Schare beigekommen. Mir war kein Freund von ihm. Das war der König Herodes. Der Johannes hat sich doch getraut, den Herodes öffentlich zu kritisieren. Wann das alt nicht mehr gut ausgeht. Ja, und heute geht es am Evangelium um den Johannes den Täufer. Und kann er spielen nicht nur die Geschichte aus der Bibel. Nachdem der Johannes, die Jesus gedäuft hat, hat der König Herodes den Johannes an der Prison gesperrt. Am Prison hat Johannes viel Zeit für nur zu denken und he guf immer mit traurig. He war sich nicht mehr sicher, ob Jesus wirklich der Messias war. Viel Frohe gingen ihm durch den Kopf. Für was freut Alexis nicht, wenn der Jesus kommt? Für was setzt der König mich in Prison? Sein Freund, dem Johannes, sein Freund, kommen hin an die Prison besiegen. Und der Johannes, er schwätzt mit seinen Freunden. Und er sieht, geht bei der Jesus auf Rot. Kennst du wirklich vom Herrgott? Oder musst du mehr auf einen anderen warten? Freund, geh bei der Jesus. Freund, geh bei der Jesus. Wir stellen ihm ganz viel Fragen. Jesus, der Johannes schickt uns. Kennst du wirklich von den Herrgott? Für was freund legt sich nicht über dich? Oder könnt er get in anderen Retter? Verzähl dem Johannes alles, was dich ihr Schlusssohn. Blanner kann nach dem Gesinn. Gelähmter kann nach ihm gehen. Davon kann nach ihm hören. Die Jünger vom Johannes gesehen selber, wie die Jesus den Menschen hilft, dorthin sie rett, heilt und triest. Da gehen sie bei der Johannes und erzählen ihm alles. Und Jesus sieht zu den anderen legt. Denn Johannes ist ein guter Mensch, was er sieht, das richtig. Dir kannst ihm glauben. Den Herrgott als Frau, Mam Johannes. Wenn den Herrgott als No ist, da brauche ich keine Angst zu haben. Dann ist er voller Fried, so wie heute am dritten Advent. Auf dem Sickel 2-1 für den Tanz. Musik
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Naquel tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Palavra da Salvação. Das größte Geschenk, was man einem Kant können merken, das, was man Kant lehren, aufmerksam zu sein, einen Blick zu haben für das Wunderbart, was in unserem Leben verstopft ist. Kann er das fertig bringen? Dann haben wir ihnen etwas Großes geschenkt. Nicht mehr gesehen ja all der viel schöne Sachen. Wir sehen sie, an Dach sehen wir sie nicht richtig. Wir gucken das schön, dann gucken wir schon das nächste, und dann haben wir drin vergessen. Wir stellen nicht richtig Urs drauf. Und dafür geht es nicht richtig an das Herz. Oder wir sagen, oh, den Adventskranz du, das ist doch nicht extras. Du hast nichts dabei. Und dann haben wir gar nicht richtig geguckt, und der Kranz möchte es gar nicht froh. Und dann gucken wir das, was schlimmer ist. Und das geht es ja viel an dieser Welt. Von allen Seiten springt es da dann da. Nicht auch an dieser Stunde so viele unschuldige Menschen, die müssen leiden. Und hat Unrecht, Krieg, Gewalt, und hat Krankheit, und Katastrophen und durch Annehmen. So viel Schlimmes an dieser Welt. Aber wenn wir das alles immer im Gucken, gerade die Großleid, an das Herz abholen, ja, da gehen wir auch immer ganz durch Annehmen. Auch an diesem Glauben. Und da sagen wir auch immer, so Jesus, wie ist das dann nimmer? Du bist doch gekommen, für das Beste zu bekämpfen. Und es gibt immer noch so viel Böses. Jesus, du hast gesagt, dem Herrgott sei reich aus dem Kommen. Aber wo ist dann dem Herrgott sei reich? Und da stellen wir am Anfang dieselbe Frage, wie der Johannes den Täufer am Prison, dem Jesus. Jesus, bist du der Richtige? Oder müssen wir auf ein anderer werden? Und der Jesus antwortet eins dann dasselbe, wie demals der Jünger vom Johannes. Da seht der Jesus, guck genau ob das, was du gesagt. Ja, wir gesehen viel geckiger, schlimme Sachen. Wir gesehen Böses von aller Zucht. Aber guck mal mir genau. Mit Matzen an all dem Bösen. Du entdeckst du auch positiv Sachen. Und er werden Texte schön sagen, wie dieser schöne Kranz, wie die schönen Blumen. Und die können uns froh machen. Oder wir entdecken Sachen an den Gesichtern von unseren Kindern, die die uns schmunzeln, die montern uns ab. Und das alles, das sind Lichtblicke vom Herrgott. Und diese schönen Sachen, da liegt der Besuch vom Herrgott
von seinem Reich. Und das Licht vom Herrgott, das hat geldet, seriös zu holen. Nicht einfach zu sagen, aber das dann doch schon dabei. Nein, darüber soll man nur denken, dass wir das tun. Und darüber soll man dankbar sein. Und es darüber freuen. Und dann noch beimal, da spüren wir an uns eine Gewissheit. Nämlich, ja, wir sind nicht von allen guten Geistern verlost. Den Himmel ist da. Der Jesus ist am Gang mit Schaffen. Der Jesus muss zwar keine Kamedi. Und die Verseiden hier noch gern. Aber seine Kraft ist da, und sie ist am Gang, Gutes Wissen zu lassen. Zum Beispiel, dass ein paar zwei Menschen sich gern. Und dass die sich vertrauen. Das ist doch etwas Wunderschönes. Etwas wie nicht von dieser Welt. Oder dass wir einmal und zwölf ein Frieden erleben, wo wir auch gar nicht damit gerechnet hatten. Dass etwas besser ausgeht wie gedurcht. Oder dass es eben am richtigen Moment die richtige Mensch über den Weg lebt, an den es du kannst helfen. Nicht so geschehen immer im Sachen, wo wir können staunen. Oder auch, dass ich da das Schwert gepackt habe. Ausgehalten haben, wenn ich das fertig bricht. Aber das alles, das seht ihr, den Himmel ist schon da an dieser Welt. Der Jesus ist bei uns und er kämpft gegen das Biest. Der Jesus ist der Richtige. Und das scheint das, und du machst das nicht ab. Wir können dem Jesus helfen, dass es immer mehr Himmel gibt an dieser Welt. Wir können dem Jesus helfen, dass er immer mehr Licht gibt an unserer Deichstadt. Aber wenn wir wollen dem Jesus helfen, dann hilft ihn auch eins. Und dann die wunderschöne Sache möglich. Amen. Also, das Beist soll uns nicht blenden. Wir gucken, ob das was schön ist. Wir gucken, ob die Spuren vom Herrgott. Dem Herrgott vertrauen wir. Und zu ihm beten wir an der Fürbitten. Für die Fürbitte kommen Emily, Lisian, Diego, Joyce und Anna. Gott, in deiner Nähe brauchen wir uns, um nichts zu sorgen. Voll Vertrauen kommen wir zu dir mit unseren Bitten und Gebeten. Wir beten für alle Familien. Lass sie Zeit füreinander finden. Stärke sie mit deiner Freude, Gott unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle und für die alten und kranken Familien. Und wir bitten für alle Familien. Wir bitten für die alten und kranken, schenke ihnen Moment der Liebe und Freude, Gott, unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir freuen uns auf Weihnachten. Lass uns nicht vergessen, dass Jesus unser größtes Geschenk ist, Gott unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott unser Vater, du bist unser Trost, unsere Freude und unser Heil. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme. Ja, guter Gott, schau auf uns und unsere Gaben. Durch diese Feier soll dein Licht in uns wachsen und uns bereit machen für das kommende Weihnachtsfest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist herrlich und recht. Ja, wir danken dir, Gott, unser Vater, denn du hast uns versprochen, dass dein Reich kommen wird, um alles Dunkle zu überwinden. Dann können die Lahmen springen, dann werden die Stummen vor Freude jauchzen und die Blinden schauen deine Herrlichkeit. Nichts Böses wird es dann noch geben, alle Menschen werden versöhnt sein und deine Liebe wird uns auf ewig erfreuen. Und jetzt schon singen wir mit allen, die an dich glauben, mit großer Vorfreude die Lieder, mit denen die Engel im Himmel dich lobpreisen. Für dich singen wir Hosanna, großer Gott, denn du bist heilig und du bist gut zu allen. Wir danken dir, besonders für Jesus. Mit Jesus hat dein Reich schon begonnen. Er hat Kranke geheilt, er hat Hungernden zu essen gegeben. Und jetzt hat Jesus uns an diesem Tisch zusammengeführt, damit wir tun, was er getan hat in der Nacht vor seinem Tod. Deshalb haben wir Brot und Wein bereitet und wir bitten dich, Vater, heilige diese Gaben, dass sie für uns werden zum Leib und Blut Jesu Christi, deines Sohnes. Jesus war am Abend vor seinem Tod mit seinen Freunden zusammen, um ein Abschiedsmahl mit ihnen zu halten.
Da nahm Jesus auf einmal Brot und dankte dir, Vater. Er teilte das Brot, gab es seinen Jüngern und sagte, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus auch den Kelch mit Wein. Er dankte dir wieder, Vater. Dann reichte er den Kelch seinen Freunden und sagte, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Freundschaftsbundes. Das ist mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies und denkt dabei an mich. Darum sind wir hier versammelt, Vater, um an Jesus zu denken, an alles, was er für uns getan hat und auch jetzt für uns tut. In diesem Geheimnis von Brot und Wein feiern wir den Tod von Jesus und seine Auferstehung. Du hast aus seinem Leben etwas Großes gemacht. Nimm auch an, was wir für unsere Mitmenschen an Gutem tun. Vater, du hast uns zu diesem Mahl zusammengerufen und im Heiligen Geist versammelt bitten wir dich, gib uns die Kraft, dir die Wege zu bereiten, indem wir Kranken und Armen unsere Liebe erweisen und denen Freude schenken, die einsam sind. Ja, guter Vater, lass auch uns dein Licht hintragen zu Menschen im Dunkeln. Wir denken auch an alle, die gestorben sind, besonders an den, für den wir in dieser Messe beten. Wir glauben, dass alle Verstorbenen bei dir in deinem Himmel froh und geborgen sind für immer. Zusammen mit unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, bitten wir dich, gib, dass wir einmal mit allen, die an dich glauben, für immer bei dir zu Hause sind. Dann werden wir mit Maria, mit dem heiligen Josef, mit Johannes dem Täufer und mit allen Heiligen dein Lob singen ohne Ende durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. Amen. Den Herrgott aus ander Deistat von dieser Welt, an ich weiß, was das Blut, und an der Gewissheit bieten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Frieden bringt Jesus in unsere Herzen. Frieden und Zufriedenheit und Gelassenheit und Ruhe. Und dieser Friede von Jesus sei mit euch. Thank you.
Seht, hier ist Christus, das Lamm Gottes. Er kommt und nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Siehe, Gottes Kraft macht keinen Lärm. Sie ist da und wirkt. Décline son corps et puis je l'imagine habite au monde et corps. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Mais comment font ces autres à qui tout réussit, qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi j'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. J'ai du sang dans mes songes, un pétale séché. Quand des larmes me rongent que d'autres ont versé. La vie n'est pas étanche, mon île est sous le vent. Les portes, les entrées, les cris, même m'enferment. Dans un jardin, l'enfant, sur un balcon des fleurs. Ma vie paisible où j'entends battre tous les cœurs. Quand les nuages foncent, présage des malheurs. Quelles armes répondent au pays de nos peurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on pouvait changer les choses et tout recommencer, s'il suffisait qu'on thank you.
Geschichte. Lausert ganz gut noch. Die Geschichte von den Glücksbohnen. Es war einmal ein Bauer, der steckte jeden Morgen Bohnen in seine linke Hosentasche. Immer wenn er während des Tages etwas Schönes erlebte, nahm er eine Bohne aus der linken Hosentasche und gab sie in die rechte Hosentasche. Von Tag zu Tag wurden es immer mehr Bohnen, die von der linken in die rechte Hosentasche wanderten. Am Abend zählte er die Bohnen in seiner rechten Hosentasche und bei jeder Bohne konnte er sich an das positive Erlebnis erinnern. Zufrieden und glücklich schlief er ein. Der Bauer an Philipp Sänger Geschichte hat ihn flott in die Fond für ob all das scheint, aus seinem Leben zu gucken. An eisem hektischen Leben gesehen wir oft, das scheint nicht mehr. Immer ob Neids, ob die kleinen Momente gucken, die schön sind, ob die kleinen Momente gucken, die als glücklich machen, das mischt froh und dankbar. An die Kipp Familie Gottesdienst, weil ich kann auch den Morgen auch froh machen. Herr nur, wenn der rausgeht, kriegst ihr kein Glücksbohn, der kriegt ein Glückslutsch mit ihm. Und wir hoffen, dass wir euch da mal froh machen. Merci. Aber so war das, lief Kanner. Ich freue mich schon auf die nächste Familienmasse. Der Herr sei mit euch. Gott erfreue euch mit Zeichen seiner Gegenwart und er behüte euch in seiner Güte und er schenke euch in diesen Tagen helle Gedanken und gute Gefühle. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet in den Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Let it shine.
Das war Telesmas aus der Familienkirche von Wilverdang. Den nächsten Sonntag kommt Telesmas von Reisdorf. Wir wünschen euch allen einen schönen Sonntag und einen guten Wurst. Und damit schalten wir zurück an die Stadt. Thank you.